So, für diejenigen unter euch, die jetzt denken, ey, diese Institution kenne ich ja gar nicht, Eigeninitiative, habe ich noch nie was von gehört. Cecil, kannst du mir mal den Link schicken? Und Cecil, kannst du mir mal bitte den Arzt sagen, der mir das genau bescheinigt? Nein, es gibt keine Institution Eigeninitiative, sondern es heißt Eigeninitiative. Wir lassen alles kaputt machen, unser Leben, unsere Kinder, alles, ohne selbst mal Gas zu geben. Wenn ich schon schreibe, Impfunfähigkeitsbescheinigung, würde ich als erstes ins Netz gehen. Was ist das? Wie kriegt man das? Muss man irgendwo einen erhöhten Titer haben? Muss man Allergien haben? Was muss man haben? Ich schreibe Ärzte an, ich schreibe 50 Ärzte an, 100, bis ich das bekomme, was ich haben will. Meint ihr, ich würde aufgeben, wenn ich ein Ziel habe? Meint ihr, ich würde aufgeben, wenn ich ein Ziel habe? Mir scheißegal, ob da 1000 Ärzte sind. Ich würde den 1000 ersten finden, wo ich irgendwas erreiche.